Hallo, schön, dass du hier bist. Am Sonntag feiern wir Konfirmation und unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich das Thema Zukunft ausgesucht. Und hier kommt das, was ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Vor einigen Jahren habe ich einmal eine Konfirmandin gefragt, was sie denn für Pläne für ihre Zukunft habe. Und sie antwortete: Ich freue mich schon auf meine Pensionierung. Damit hatte ich zugegebenermaßen nicht gerechnet. Und die Antwort hat mich auch ein bisschen erschrocken. Sie meinte das keineswegs witzig. Um Himmels Willen, habe ich gedacht, was will sie denn tun, bis sie pensioniert wird? Nur abwarten, dass es dann endlich soweit ist? Das erschien mir, naja, keine wirklich schöne Perspektive. Bei den Jugendlichen, die wir dieses Jahr konfirmieren, habe ich aber einen anderen Eindruck. Die wollen jetzt endlich aufbrechen, ihren eigenen Weg gehen. Und es ist deutlich geworden, dass die Schule jetzt viel zu eng für sie geworden ist. Sie brauchen jetzt mehr und anderes. Sie brauchen mehr Platz und vor allem mehr von dem, was sie wirklich interessiert. Mehr Leben. Sie können jetzt ja ihre eigenen Pläne schmieden und ihre eigenen Träume eingehen. Sie sind jetzt bereit für ihren eigenen Weg. Auch wenn manchmal so ein mulmiges Gefühl auftaucht. Wie wird denn das werden? Werde ich das schaffen? Klar, im Leben da scheint nicht immer nur die Sonne. Manchmal regnet's und manchmal stürmt es auch ziemlich heftig. Das gehört alles mit dazu. Aber summa summarum ist das Leben doch schön. Und die Zukunft liegt offen vor uns. In den Sprüchen, in dem Buch nach den Psalmen im Alten Testament heißt es einmal: Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber Gott lenkt seinen Schritt. Das ist eine tolle Perspektive, denn sie spricht zum einen von der Verantwortung für unseren Lebensweg. Wir haben die Möglichkeit zu planen, uns zu überlegen, was wir denn wollen mit unserem Leben. Und da tun wir natürlich gut daran, nicht zu klein zu denken, den Blick nicht nur auf das zu lenken, was so ganz unmittelbar vor den Füßen ist, sondern ein Ziel vor Augen zu haben. Ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Und dann machen wir uns auf den Weg. Zu diesem Weg gehören auch Umwege. Der kürzeste, der direkte Weg zum Ziel, das ist nicht immer Gottes Weg mit uns. Auf unseren Umwegen sammeln wir wichtige Erfahrungen. Wir wachsen und reifen. Wir lernen zu leben und zu lieben. Und manchmal geraten wir auch in eine Sackgasse. Dann bleibt nicht mehr viel anderes übrig, als umzukehren, zurückzugehen und einen anderen Weg zu versuchen. Mit dem Kopf durch die Wand, das ist auf Dauer sehr schmerzhaft. Umwege, Sackgassen, all das ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Und selbst das Vorwärtskommen auf unserem Weg ist nicht mal das Entscheidende. Das Entscheidende ist doch, dass es unser Weg ist, den wir gehen. Mein Weg, dein Weg. Und für den übernehmen wir dann auch die Verantwortung. Der Bibelvers betont, dass es das Herz des Menschen ist, das den Weg plant, nicht der Kopf. Also sollten wir Kontakt aufnehmen mit unserem Herzen. Das ist ja für uns Heutige einigermaßen schwierig. Das gehört nicht zum normalen Schulstoff. Also sollten wir darauf hören, was unser Herz uns sagen möchte. Das weiß meistens nämlich viel mehr als unser Kopf. Wenn wir da genau hinhören, dann hören wir eine andere Wahrheit als die, die wir im Kopf hören. Deshalb empfehle ich dringend, dass wir auf unserem Weg auch Pausen machen, damit wir hören können, hören lernen. Und dann werden wir bemerken, und das ist das Schöne, da gibt es noch eine andere Strömung in unserem Leben. Gott lenkt unsere Planungen auf seinem Weg. Die Zukunft ist sein Land. Er stupst uns an, damit wir den nächsten Schritt machen können. Er verlockt uns zum Leben. Und er ist auch der sichere Hafen, in dem wir vor Anker gehen können. Er sorgt dafür, dass unser schwacher Fuß nicht gleitet und dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und in die Irre gehen. Ihr merkt es, hört gut auf unser Landsgemeindelied. Da steckt sehr viel von der Wahrheit des Herzens drin.
Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber Gott lenkt seinen Schritt. Ich wünsche den Konfirmandinnen und Konfirmanden und euch auch von Herzen, dass ihr in diesem Vertrauen aufbrechen könnt. Und ich wünsche mir auch, dass wir in Kontakt bleiben. Kirche ist nämlich so etwas wie ein Rasthaus am Weg unseres Lebens. Und vielleicht kommt ihr ja mal auf eine Tasse Kaffee vorbei. Oder auf ein Spaghetti-Eis. Wer weiß. Und dann singen wir gemeinsam das Lied Vertraut den neuen Wegen. Und der Text geht so. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Weil Leben heißt, sich regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Und bis wir uns wiedersehen, bleibt gesegnet.